einen sonnigen guten Morgen zu einem neuen weiteren Clip. Heute ein großer Tag mit mehreren großen Sachen. Die etwas kleinere davon ist, dass ich heute unseren Toyota wieder zum Autohaus zurückbringe. Die 4 Jahre Leasingzeit sind rum und ja, irgendwann muss man ihn dann auch zurückgeben. Und dieser Tag ist heute. Der zweite wichtige Tag, beziehungsweise der zweite wichtige Punkt heute ist, dass in Leipzig beim Bundesverwaltungsgericht heute entschieden wird, ob Dieselfahrverbote in Städten rechtens bzw. erlaubt sind. Da hat jetzt jeder natürlich so seine eigene Meinung zu. Ich denke, dass es nicht unbedingt der richtige Weg ist, aber auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Bei den Menschen ist es so, dass die meistens schauen nach dem, was am günstigsten ist, beziehungsweise was sie sich leisten können. Und der Diesel hat damals den Aufschwung bekommen, weil halt eben ab einer bestimmten Kilometerzahl der Dieselverbrauch beziehungsweise der Dieselpreis einfach günstiger war als ein Benziner. Das heißt also, viele Leute entscheiden sich jetzt nicht dafür, Mensch, ey, der Diesel klingt so toll, der nagelt so, der macht so nagelnde tolle Geräusche, den will ich unbedingt haben, sondern bei den meisten geht es tatsächlich ums Geld. Da gibt es andere Wege, das zu umgehen, ja, zum Beispiel mit den Subventionen, beziehungsweise dass einfach der Diesel das kostet, was er halt eben tatsächlich kostet, mit Steuererhöhungen, was weiß ich, irgendwie sowas. Lässt sich das, glaube ich, besser regeln und auch ja, von allein. Ne? Das heißt also, gerade die Leute, die sich jetzt vor ein paar Jahren, vor ein paar Monaten vielleicht noch einen Diesel geholt haben, die sind jetzt natürlich ganz schön angearscht, weil einfach es sein kann, dass sie dann damit nicht mehr in die Innenstädte können und irgendwie 2.000-3.000 Euro in die Hand nehmen müssen, um das Teil dann mit Hardware umzurüsten, dass sie dann die Grenzwerte wieder erfüllen. Die Gedanken, ja, jeder hat so seine Gedanken, unabhängig jetzt von Klimaerwärmung und von Dreck und dreckiger Luft in den Städten, bin ich dafür, dass man möglichst ressourcenschonend mit allen Sachen umgeht. Und das deckt sich dann halt auch bei der Mobilität, ne, des Einzelnen. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel ein Elektroauto oder Elektromotorrad fahren kann, was vielleicht weniger Energie verbraucht, ob jetzt in Strom oder in Gas oder in sowas, dann bin ich durchaus dafür, dass man das machen sollte. Viele Sachen werden halt immer vergessen ganz gerne, ne? Also dass das Benzin halt irgendwie auch ziemlich lange transportiert werden muss, bis es dann da ist, wo es hin soll. Diesel natürlich auch. Klar, dann sagen wir viele Menschen mit dem Strom, wenn jetzt eine Dunkelflaute kommt oder keine Sonne scheint oder kein Wind kommt. Also ich denke, trotz aller Nachteile, Vorteile aufgewogen, ist der Elektromotor noch der bessere Motor zum Ressourcensparen und ganz nebenbei spart man halt eben auch noch CO2 bzw. schädliche Stoffe ein. Das ist meine Meinung, da kann jetzt jeder seine Meinung haben, soll er auch. Also ich möchte gerne in Zukunft ressourcenschonender unterwegs sein. Das geht dann los beim Fahrrad, geht weiter mit dem Elektrofahrrad, Elektroroller, Elektromotorrad und natürlich dann auch mit dem Elektroauto. Gerade jetzt auch in den Medien, gerade gelesen, auch in der Anzeige, den öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos zu machen. Da schreien dann schon die ersten Lobbyisten auf, ja, es wird niemand aus seinem warmen Auto in Bus steigen oder in die Straßenbahn, nur weil es kostenlos ist. Also ich denke, das ist falsch. Also ich denke, Kostenfaktor spielt immer eine Rolle und ich glaube auch, dass Leute, die gezwungen werden durch einen Führerscheinentzug oder wo vielleicht der Arbeitgeber günstig ein Fahrticket zur Verfügung stellt, dass die Leute, die dann auch mit den Öffentlichen unterwegs sind, meistens damit sehr zufrieden sind. Klar gibt es immer einen Fall, weiß nicht, wenn ich jetzt von Berlin nach Potsdam pendeln müsste oder sowas, wo ich mich dann ärgere, wenn der Regionalzug nicht kommt und das dann nicht so ist, dass dann der nächste in einer halben Stunde kommt, sondern dass man dann knapp eine Stunde rumsteht. Das habe ich Mist, klar. Aber grundsätzlich in der Stadt, Straßenbahnnetz bei uns hier in der Gegend, ist wirklich hammermäßig. Kein Stau, ne? Man kommt schnell an. Man ist halt an den U-Bahn-Punkten, an den S-Bahn-Punkten. Also da kann mir, glaube ich, die Stadtmenschen wenig erzählen, dass sie das nicht nutzen würden. Ja. Und schlussendlich geht es halt eben über den Preis. Umrüstung, beziehungsweise, ja klar, Umrüstung ist ein Thema, ne? Das ist halt eben aber die Frage, was ist in ein paar Jahren, dann kommt das nächste Thema und dann, ja. Also ich denke, der Diesel ist tot, der Benziner wird vielleicht noch so seine 10, 15 Jahre haben, gerade als Hybrid-Variante.
Ich denke, ich bin jetzt schon einen ganzen Schritt weiter als viele andere. Ne? Ich habe jetzt mir schon einen Hyundai Ioniq Electric besorgt. Da habe mir natürlich vorher viele Gedanken drüber gemacht, mich schlau gemacht mit Ladekarten, mit Infrastruktur, mit Ladepunkten, allen Pipapo. Vielleicht mal ein paar Gedanken dazu, um den einen oder anderen zu helfen. Ich würde auf jeden Fall zum Elektroauto raten. Die Leute, die es jetzt betrifft, wo es vielleicht nicht unbedingt optimal ist, die halt eben als Außendienst jeden Tag 800-900 Kilometer unterwegs sein müssen. Das ist vielleicht mit einem Tesla machbar, mit allen anderen leider momentan eher schwieriger. Also man muss halt eben dann enorme Zeit einplanen für die Ladepausen. Ansonsten einfach wirklich mal den Gedanken schweifen lassen, was ist denn jetzt? Ich fahre einmal im Jahr in Urlaub, vielleicht nach Italien. Eine Miete für ein, zwei Wochen Auto kostet, glaube ich, um die 150 bis 200 Euro. Das heißt also, selbst wenn man jetzt diesen Zeitraum ausklammert und den dann mit einem Leihauto fährt, ist man, glaube ich, immer noch günstiger im Unterhalt, in der Beschaffung, im Verbrauch mit einem Elektroauto. In unserem Fall ist es so, dass der Auris jetzt hier zum Beispiel vorher versicherungsmäßig 1200 Euro gekostet hat. Durch das Leasing ist es aber immer Vollkasko. Der Hyundai kostet mich jetzt noch 700 Euro. Keine Steuern, hier waren es um die 36 oder 39 Euro, das war jetzt also nicht so wahnsinnig viel. Und selbst wenn ich jetzt Stromkosten immer bezahlen müsste, wäre es im Grunde knapp die Hälfte des Benzinpreises, habe ich mal ausgerechnet. Und dann bin ich der Meinung, lohnt sich halt eben auch für die Tage, wo man dann halt wirklich mal einen Transporter oder mal einen Verbrenner braucht, wenn man halt eine größere Strecke fahren möchte mit der Familie und nicht unbedingt das Risiko eingehen möchte, irgendwo liegen zu bleiben, mietet euch dann ein Auto. Diesel würde ich mir nicht mehr holen, ganz klar. Hybrid halte ich für eine sehr gute Übergangstechnologie. Vor 4 Jahren war das so, dass sie uns echt den Kopf gemacht haben, Mensch, Hybrid und so, alles so neu, sollte man das machen oder nicht? Ne? Und meine Frau war da sehr, sehr skeptisch. Und ich habe dann gesehen, dass als der erste Hybrid-Kombi auf den Markt kam, ne, der Toyota Auris, ich dachte, den will ich haben, den müssen wir nehmen. Da passen die Kinder rein, der Kinderwagen, Kinderzeugs, alles was man mitnimmt. Die Kinder selber passen auch mit rein, das ist auch sehr vorteilhaft. Und wir haben wirklich geschwitzt, gebibbert und beim Unterschreiben. Aber im Nachgang war das wirklich für die damalige Zeit das beste Angebot. Ich bin sehr sparsam im Fahren, das ist erfahrungsgemäß jetzt aber auch nochmal ein Unterschied zum Elektroauto tatsächlich, habe ich festgestellt. Also ich bin normal so um die 4 bis 4,5 Liter gefahren. Wenn jetzt wirklich mal eine Autobahnfahrt mit bei war, mit 130, 140 waren es vielleicht auch mal 4,8, 4,9. Im Winter Pi mal Daumen etwa ein halber Liter mehr pro 100 Kilometer. So mehr Stadtbetrieb dabei war, umso weniger verbrauchte er dann tatsächlich auch. Also wirklich sehr, sehr gute Verbrauchswerte für so ein großes Auto, für fast immer mit 4 Personen und Gepäck, kann ich mich also überhaupt nicht beklagen. Ich wäre gerne bei Toyota geblieben, wenn die dann hätten ein E-Auto im Angebot, aber haben sie leider nicht. Habe lange mit dem Gedanken gespielt, den Prius Plug-in Hybrid zu nehmen. Mich haben zwei Sachen davon abgehalten. Zum einen war das, dass der Kofferraum ähnlich beim Ioniq schon so ein bisschen kleiner war als beim Kombi. Klar, lässt sich nicht vermeiden durch das Fließheck. Zum anderen allerdings auch, dass dort etwa so eine 10-12 cm hohe Kante drin war, wo dann der Akku dann mit seinen 8-9 Kilowattstunden eingesetzt war. Das heißt also, von dem alleinigen Kofferraumvolumen ging dann eben noch mal eine ganze Ecke Liter ab. Das heißt also, für Kinder generell mal irgendwie im Urlaub wirklich sehr, sehr schwierig, weil es halt einfach ein Hybridauto ist, was jetzt mehr oder weniger umgerüstet wurde, halt eben auf ein Plug-in. Beim Ioniq ist es so, dass die Batterie tiefer liegt, ne, die liegt also wirklich fast zwischen den Rädern und dadurch kann ich halt eben den Kofferraum gut nutzen. Das war die eine Geschichte. Die zweite Geschichte war, dass immer wieder von Ladesäulenblockierern die Rede ist. Das heißt also, es ist leider so, dass bis auf wenige Ausnahmen viele Wagen serienmäßig nur mit Typ 2 Lader kommen, teilweise einphasig, also mit, weiß ich, 3 bis 11 kW irgendwie laden. Es gibt Ausnahmen, klar, wie immer. Wenn ich jetzt bedenke, dass ich mit so einem Plug-in-Hybrid um die 50 Kilometer weit komme, vielleicht auch nur 40, und
der Akku dann da 2,5 Stunden, 3 Stunden an der Typ 2 Ladesäule laden muss, dann steht das in meinen Augen in keinem Verhältnis. Selbst Leute, die zu Hause eine Steckdose haben und sagen, ich fahre halt eben in der Stadt die paar Kilometer und kann den halt immer abends aufladen, für die ist es eigentlich auch nicht unbedingt nötig, den Verbrenner noch mit sich rumzuschleppen. Da macht es im Grunde wirklich genauso gut ein Elektroauto, was ich dann auch jeden Abend an die Steckdose anstöpseln kann. Das heißt also, der Aufwand, der Ressourcenaufwand für den Motor, der da mit bei ist, also der Verbrennermotor, der ist relativ groß. Platzeinschränkung durch die Batterie, die dann halt eben auch noch mit rein muss. Und dann auch nicht zu vergessen nachfolgende Wartungskosten. Das heißt also Ölwechsel, weiß ich, Steuerketten, Zahnriemen, Dichtungsgeschichten, Abgasanlage. Also da sind so viele Sachen mit bei, die dann halt auch noch mit rumgeschleppt werden, die sich dann so ein Elektroauto einfach einspart. Ja, also wirklich dann halt zu sagen, ne, Mensch, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen Zeit, ich kann halt auch mal zu einer Ladesäule, aber wenn ich weiß, ich lade dann da 40, 50 Kilometer rein, dann finde ich das einfach nicht mehr zeitgemäß. Mittlerweile ist es mit dem Ioniq so, dass ich halt auch mal mir die öffentlichen Ladestationen suche, weil ich halt eben nicht zu Hause laden kann. Und dann weiß ich aber, wenn ich den jetzt da voll lade und vielleicht mal mit einem Fahrrad oder mal ein Stück zu Fuß laufe zur Arbeit oder nach Hause, dann sind da auch meine 200 Kilometer wieder im Akku drin. Das heißt also, ich muss dann eine Zeit lang nicht mehr dahin und habe den dann halt in knapp 4 Stunden voll. An einem Schnelllader dann sogar noch schneller, wobei das in der Stadt, glaube ich, nicht so die Rolle spielt. Das ist dann eher für unterwegs. Das heißt also, Plug-in-Hybride, denke ich, ist eher so eine, ja, so ein Grundgedanken, der nicht schlecht gemeint ist, der vielleicht auch die Flottenverbräuche und den CO2-Ausstoß runterbekommt. Aber in der Realität, dann, wenn ich auf der Autobahn bin oder wenn der Akku dann alle ist, dann doch eher seine Schwächen zeigt, glaube ich, meine Meinung. Insofern dann lieber richtig elektrisch unterwegs sein. Komme ich zum letzten Punkt mit dem Volllabern heute ist viel zu erzählen. Ich wollte mich nochmal bedanken für sämtliche Abonnenten und auch sämtliche Zusprüche. Also ich habe da wirklich mittlerweile Leute mit Handy oder bei Facebook oder bei WhatsApp im Kontakt ganz neu reinbekommen, die sich bedanken, dass ich das alles mal so ein bisschen aufzeige und auch die Angst nehme. Vor allem, das ist mir wirklich sehr wichtig. Also man muss davor keine Angst haben. Es ist wirklich extrem schwierig, dieses Bild, was man aus den Medien im Kopf hat, dass Elektromobilität nicht funktioniert, beziehungsweise dass es keine Ladeinfrastruktur gibt, dass es die Autos noch nicht gibt. Das ist Quatsch. Das ist, wenn man sich einmal bei Going Electric zum Beispiel oder bei der bei Wattfinder, so eine App für Stromtankstellen, die einfach mal runterlädt und einfach mal reinklickt, dann ist also so, dass das Ladenetz schon echt gut ausgebaut ist und ich denke halt auch mehr Autos verträgt. Da wo ich immer geladen habe, war es teilweise so, dass dann also keiner war. Ne? Ab und zu vielleicht mal so ein Carsharing von DriveNow, so ein BMW. Aber ansonsten tendenziell eher seltener. Das heißt also, die Ladeinfrastruktur ist da. Es wird im Grunde, das ist die gute Nachricht, es kann nur besser werden. Es werden also immer mehr Ladesäulen. Mittlerweile kenne ich auch einige private Leute, die sich Ladesäulen anbauen, beziehungsweise halt auch einfach nur Steckdosen irgendwo hinsetzen, die man dann auch nutzen kann als Privatperson. Mit einem Briefkasten, wo man 30 Cent reinschmeißt, also wirklich wesentlich einfacher, also pro Kilowattstunde 30 Cent in etwa meistens, wesentlich einfacher als diese ganze App-Geschichte, diese ganze Kartengeschichte. Das ist also unglaublich aufwendig teilweise noch. Da habe ich durch die Erfahrung mit dem Elektromotorrad schon eine Menge voraus. Ja, also ich möchte euch gerne die Angst nehmen. Ihr könnt auch gerne meine anderen Clips alle anschauen, vom Elektromotorrad über das mit dem Ioniq, die jetzt immer mehr kommen werden. Man muss also keine Angst mehr haben. Immer schauen, welches Fahrprofil habe ich, wo will ich hin, wo komme ich lang. Und dann findet sich da auf jeden Fall was. Ja, also dafür vielen Dank für den Zuspruch. Ansonsten gerade, ich denke, 2019, 2020 wird das Jahr der Elektromobilität. Nicht desto trotz, weil dann vielleicht hoffentlich eventuell, mal gucken, das Model 3 auf den Markt kommt. Ich denke ja, dass immer noch mit 40.000, 45.000 Euro hier auf dem Markt erscheinen wird, einfach immer noch für viele zu teuer ist. Ansonsten eine sehr interessante Alternative von Sono Motors, der Sion. Das ist ein Elektroauto mit wahrscheinlich einer Batterie von 35 Kilowattstunden Größe.
und knapp 7,5 Quadratmetern Solarfläche außen drauf. Das heißt also, Leute, die dann um die 30, 35 Kilometer am Tag fahren, haben im Grunde autark die Energie abends wieder im Akku drin. Auch da wieder das Thema Ladesäule. Das heißt also, umso mehr ich mit der Sonne einlade, desto weniger muss ich halt auch an der Ladesäule stehen und die blockieren für andere vielleicht. Also ein sehr spannendes Thema. Wenn ihr wollt, abonniert den Kanal, bleibt dran, gibt immer wichtige, tolle, spannende Sachen zu erzählen. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht auch mal in Berlin auf dem einen oder anderen Ionic oder Elektro-Treffen treffen. Ja, tolles Wortspiel. Und ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, irgendwas sein sollte, schreibt mir gerne. Bin ich immer gerne für euch da. Ich danke fürs Zusehen und wünsche euch einen schönen sonnigen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.